So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Together Saints Row 4. Wo ist denn der Mike schon wieder? Der ist schon ja, wieder ich renne wieder weg, weil ich nämlich genau weiß, dass wenn du diesen Tentakel in der Hand hast, dass das nichts Gutes bedeutet. Hast du recht. Das war mir so klar, dass du da jetzt irgendwas mit vorhast, deswegen bin ich so schnell wie es geht abgehauen. Nein, Jonas, du kriegst mich nicht. Sagst du. Ja, sag ich. Ist ja auch so. Und so. Kann ich jetzt eigentlich die Autos rennen? Sollte ja funktionieren. Scheint zumindest so. Ich bin Ersterer. Hoffentlich. Ja, ich habe aber dafür noch ein paar Datensammlungen gesammelt. Mir egal. Finishen! Yay. Was dürft? Was dürft? Oder was hast du da gerade gesagt? Als dürft? Was? Du hast gerade als dürft gesagt. Oder zumindest habe ich das verstanden. Als dürft. Als dürft, ja genau, das habe ich wahrscheinlich gesagt, das dürft. Ja. So finishen macht auch echt Spaß. Wo ist denn der letzte? Ja, okay. Interessant. Den hatte ich gegeißelt. Ja. Ich gehe mal kurz hier den Sid holen. Oh, ich habe das Ding jetzt da, dieses Portal oder was das auch ist, kaputt gemacht. Ja, gut. Wo gehst du denn Sid holen? Weil wegen Bekanntheiten so kriegt man ja dann weg. Ach so. Das, ja. Vielleicht besser, wenn wir nicht die ganze Zeit von irgendwelchen durchgeknallten Sinnen gejagt werden. Das stimmt. Okay, würde ich sagen, direkt die nächste annehmen, ne? Wieso, wir haben doch noch. Achso. Ja, okay. Auch gut. Das ist ja, das wurde mir nur nicht angezeigt. Ich muss es. Anscheinend muss ich die einfach jedes Mal wieder neu annehmen. Ja gut, wahrscheinlich, weil du sie einfach durch mich angenommen hast dann. Quasi. Ja, nur das Doofe ist, dann wird mir der Weg nicht angezeigt. Und der wäre schon ganz nützlich, so zum Hinfinden und so. Okay. Hallo. Oh lol. Ja, genau. Aua, ich brenne. Was soll das? Können wir nicht einfach das Portal da kaputt machen? Ja, dann kommen noch keine anderen mehr. Ja, und? Vielleicht zählt das ja als Massenmord oder so. Keine Ahnung. Ja, nee, eben nicht. Das ist das Problem. Ey, was soll denn das hier? Warum kann ich den nicht finishen? Das ist doch kacke. Ich will den finishen. Ich mag finishen viel, viel lieber als alles andere. Warum töten die diese komischen Passanten? Weil das Verbündete von uns sind. Achso, das sind ja uns genau Verbündete von uns, ja. Habe ich erst gar nicht irgendwie gemerkt und so. Außerdem nehme ich jetzt mal den hier. Hä? Was? Ach, da oben. Hallo. Ja, okay, dafür ist vielleicht dieser Tentakel doch nicht ganz so gut. Ja, und jetzt erstmal nachladen oder so. Los, geh sterben. Warum wollen die nicht sterben? Die wollen mich verarschen. Und so. Irgendwie brauche ich mal gescheite Alien-Waffen. Nur irgendwie kriege ich andauernd nur diese Kack-Alien-Waffen. Ich sollte vielleicht mal ein paar gescheite aufheben oder so. Wo hast du denn deine her? Irgendwo liegen gefunden. Vielleicht irgendwo welche rum? Hier liegt eine ganz gute. Die habe ich auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns die doch mal. Kann ich die mit R? Oder E? Oder wie geht das? Das ist die, R normalerweise, wenn es dir angezeigt wird. Wenn nicht, hast du die schon. Hm, anscheinend habe ich die schon. Die musst du aber irgendwie immer wieder aufladen. Also die ist nicht unendlich und so. Nö, ist sie auch nicht. Ja. Ich will aber da findest ja unendlich ist aber schwierig. Warum schwierig? Gibt kaum und also unendlich musst du dir halt freischalten dann. Ich kannst will du aber unendlich. Mit Geld upgraden, dass du dann unendlich Munition hast irgendwann. Okay, machen wir, ne? Jetzt sollen wir ein bisschen stampfen. Ne, Telechinesen. Auch gut. Einfach mit Telechinesen so viel wie möglich kaputt machen. Achso, okay. Ja. Ist an sich wie mit dem Panzer, nur dass du jetzt mit Telechinesis das Ganze machen sollst. Wie war das nochmal mit dem Werfen? Nur mit Q? Ja. Okay. Bin irgendwie fast tot. Lol.
Jetzt haben wir schon Bronze. Das ging ja irgendwie auch schon ein kleines wenig schnell. Oder so. Bumm. Oh nein. Hier geblieben. Ja, Polizeiautos. Polizeiautos gefallen mir gut. Wo ist das Teil hin? Ich brauche so eine Kugel. Ich gebe mir jetzt die Kugel. Ja, ich weiß. Aber irgendwie war die Kugel trotzdem weg. Das fand ich nicht so schön. Ups. Treffen muss gelernt sein, ne? Hä, warum schießt er die viel zu weit nach rechts? Weil du nicht gescheit werfen kannst. Nee, wenn ich geradeaus gucke und das geradeaus hinwerfe, dann schießt er die nach rechts. Weil er dumm ist oder so. Oder was weiß ich warum. Na los. Hallo? Da. Aua. Ich sollte vielleicht nicht so direkt... Oh ja, Motorrad. Nicht so direkt gegen ein Auto hauen, weil sonst explodiert das anscheinend direkt. Ja, ist so gut, das bringt Punkte. Explodieren bringt Punkte. Ja klar, aber ich meine jetzt so wegwerfen bringt, glaube ich, eher Punkte. Also wenn ich sie noch in der Hand habe und das Auto explodiert, dann bringt mir das keine Punkte. Glaube ich. Doch, eigentlich schon. Okay, ich bin fast Level 22. Ja, ich bin so drei Viertel von 21. Okay. Ja, auch gut. Dann wir machen erstmal nächste Aufgabe, ne? Ja. Könnt mir mal. Ganz toll. Da muss ich die erst wieder aufnehmen, damit ich die sehe. Auf das Schiff, also aufs Schiff. Ja, ich weiß ja auch aus dem Kopf, wo das ist. Weißt du es nicht? Nee. Du hast ich das schon. Ja schon dreimal durchgespielt. Deswegen weißt du sowas eventuell. Aber ich da spiele das hier jetzt zum ersten Mal, diesen Teil hier. Soweit war ich bis jetzt noch nicht. Okay, rein. Genau. Sag ich auch immer. Hallo. Und jetzt müssen wir zu Hemeda. Ich warte noch auf dich. Okay. Wieder reden in 3, 2, 1, jetzt. This was made especially to reward you. Now I need you to continue by stabilizing one of my rifts. Doing so will aid in earning you more bragging rights. And we'll get you a reward. Oh, thanks for direct. Das ist ja ein toller Anzug. Okay. Was haben wir jetzt für Aufträge? Wir müssen mit Matt und mit Kinsey reden. Und? Ja genau, mit Matt und mit Kinsey reden erstmal. Also wie jetzt gehorche noch einmal oder wie? Guck mal, komm mal, komm. Nein, komm mal her, komm mal her. Zu mir. Ich komme. Guck mal, wo sitzt ein Kinsey bei dir? Sitzt sie bei dir auch auf dem Boden? Nee, bei mir ist sie noch nicht mal hier. Da. Guck mal, ob die. Ja, bei Mike, mir ist sie nicht hier in dem Raum. Die sitzt da so ein bisschen unterm Schreibtisch halb. Ja, nee, bei mir ist sie nicht hier. Bei mir ist die sonst wo. Keine Ahnung. Ich guck mal unten. Ob die da ist. Wieso müssen wir denn mit der reden? Weil wir jetzt erstmal ja. Das machen, wo wir mit Leuten auf dem Schiff reden, dass wir möglichst viel in der Simulation machen müssen, nicht so viel hin und her reisen. Okay, bei mir sitzt die hier. Also reden? Ja. 3, 2, 1, los. Okay. I can use that data to insert a virus, which will open up a doorway back to the ship. So go hack while I work on the virus. Got it. Mhm. Okay, dann reden wir jetzt als nächstes mit Matt. Auf dem Schiff. Okay. Weil wegen auch Auftrag und so. Check your friendly fire. Wenn wir reden, aber jetzt mit Matt auf dem Schiff. Welche waren das nochmal? Der da hier? War das der da hier? Vizepräsident? Nimm doch einfach der Schwur an. Wo gibt's denn überhaupt der Schwur? Bei mir wird hier irgendwie andauernd das Falsche angezeigt. Bei mir wurden nämlich gerade die andere Mission angezeigt, obwohl du die zweite angenommen hast oder so. Keine Ahnung. Ja, aber du hattest ja die andere angenommen. 3, 2, 1, los. Ich denke, es ist nicht zu viel Probleme. Ich muss mich besser mit dem, wie die Simulation funktioniert. Ich denke, wenn ich die Veränderungen des Codes sehe, wenn du ein paar verschiedene Tasks für mich machst, sollte ich ein stärkeres Grasp auf die Wirkung des ZIN-Programms bekommen. Fine, aber ich sollte etwas aus diesem.
Okay. Weil dann können wir jetzt möglichst viele Simulationen machen. Ich denke, du verstehst, oder? Können wir machen. Dann würde ich sagen, ab in die Simulation, ne? Yay. So, welche Mission jetzt? Erstmal die Simulation und dann gucken. Okay. Oder machen wir erstmal die von Matt, würde ich sagen, oder? Haben wir gerade angenommen. Von mir aus? Mir egal. Ich gehe jetzt gerade in die Simulation. Ja. Bei mir ist gerade so ein Friendly Fire. Wohin wollen wir denn? Ja, ich bin jetzt da in die Mitte. Auf die mittlere Insel. Okay. Dahin? Wahrscheinlich nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder woanders rausgekommen. Weil ich gerade gar nicht geguckt habe, wo noch so ein Teil ist. Ja, ich muss zu dir. Sinnvoll und so? Egal. Wartest du auf mich? Ich bin ja so schnell und so. Willst du hacken oder darf ich? Mir ist das egal. Vielleicht können wir ja gleichzeitig hacken. Nein, das geht doch nicht. Ne, haben wir das nicht schon gemacht? Dass wir so bei so einem... Ne, und so, dass wir da gleichzeitig gehackt haben? Ging nein, doch haben wir nicht. Mal. Also, au. Warte mal, hier sind ganz, ganz viele von diesen Teilen da auf dem Boden. Moment, die stampfe ich hier mal kurz raus. Und hier ist noch so ein Teil. Hey, was ist denn das für ein Vieh, was da auf mich schießt? Komische Viecher. Bin fast tot. Warum machst du sowas? Keine Ahnung. Da ist noch so ein Teil. Kommst du jetzt mal hier? Ja, ich komme. Ich hole nur ganz, ganz viele Daten sammeln. Warum bist du denn fast tot? Weil hier irgendwie so 50.000 Leute auf mich schießen. Und warum machen die das? Bist du doof oder so? Oh, da ist auch noch ein Daten. Ich bin nur da hingegangen. Ich habe nichts gemacht. Okay, dann könnte es sein, dass das durch mich kommt oder so. Keine Ahnung. Ich war irgendwie an einem komischen Ort, wo Leute mich abgeschossen haben. Kann damit zusammenhängen. Ja, wahrscheinlich warst du in der Militärsperrzone. Keine Ahnung. Kann schon sein. Ich kenne mich hier ja nicht aus. Ist auch ganz lustig, hier einfach so rumzufliegen, ohne sich auszukennen. War irgendwie bei GTA auch immer so. Bei GTA Vice City kenne ich mich irgendwie perfekt aus und bei GTA 4 da gar nicht. Ja, was willst du denn bei GTA 5 dann sagen? Tja. Ja, nee, da würde es eventuell wieder einfacher werden, weil man da ein bisschen Abwechslung hat. Nur bei GTA 4, da sieht ja alles gleich aus. Also willst du jetzt hacken oder soll ich? Mach du, ich fang grad den Shit. Okay. Moment. Hä? Ach so. Moment. Rechte Maustaste löschen. Das ist ja richtig komplex und so. Wahrscheinlich mit so drei Teilen. Ja, nee, ich war nur gerade ein bisschen confused, wie ich das hier machen soll. So, und dann noch eins nach oben und dann so. Ich dachte nur, das wäre viel einfacher und so. Jetzt Türe auf. Hallo. Gut. Nächstes. Was wollen wir jetzt hier machen? Nichts. Gar nichts. Ich guck mal kurz, ob ich mir für die Waffe da Munition kaufen kann. Entführe das Auto mit den Daten. Oh, okay. Du bist schon wieder viel zu langsam. Ja, nee, ich habe mir nur Munition gekauft, damit ich auch schießen kann und so. Okay, dann öffnen wir jetzt das Auto mit den Daten. Da fahren. Okay, wenn du möchtest. Ich bin gerade durch einen Unruheherd durchgeflogen. Ja. Dann warte aber auf mich, dass ich einsteigen kann. Ich will nämlich mitfahren. Und so. Du musst das sowieso machen, es fährt hier sowieso mehrfach rum. Hast du eins gefunden? Ja. Eins, zwei, drei. Hä? Ja. Du musst das letzte Mal auch nochmal machen. Wie? Auch nochmal machen? Ich bin jetzt in ein Auto eingestiegen und da steht jetzt, springe das Zielfahrzeug zurück. Ja, aber das letzte Mal, als ich das weggebracht habe, musstest du es da auch nochmal wegbringen. Ach so, okay. Deswegen ist es ja vielleicht ganz gut, wenn wir das jetzt beide wegbringen. Also hast du jetzt auch so ein Auto? Oder wissen wir jetzt noch gar nicht, ob in dem Auto überhaupt die Daten drin sind? Nee, das weißt du schon. Okay. Kann ich mich nämlich bei GTA noch dran erinnern, dass da so eine Mission war, so von wegen, hier halt ein paar Vans an und in manchen sind halt Sachen drin und in manchen nicht. Du willst die Fernseher. Genau. Die habe ich sogar auch noch gespielt. GTA 4.
Ja, das Doofe bei GTA 4 war halt, ich war jedes Mal relativ weit, also schon mindestens auf der dritten Insel da und dann irgendwie waren immer die Spielstände weg. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, deswegen habe ich auch nie die Story zu Ende gespielt. Kenne ich irgendwann, war bei mir auch so, ich habe das zwar nicht so weit gespielt, ich habe das dann irgendwann bis zur Hälfte, bis zur zweiten Insel oder so. Und dann, ja, Spielstand weg. Tja. Und keinen Bock mehr auf dich. Das ist halt die Kacke an Windows Live. Oh ja. Also diesem, ne, komische Zeug, was man da halt braucht und so. Ich war gerade irgendwo lang, wo man, glaube ich, nicht unbedingt langfahren soll, aber... Also ich bin einfach dem Weg gefolgt. Ich ja, nee, das, das dauert mir zu lange. Deswegen fahre ich woanders lang. Deswegen bin ich auch früher da. Ist klar. Ja, weil du halt auch weiter vorne gestartet bist. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Hä, what the fuck? Ach, da ist er. Komm, tot. So. Okay, kommst denn Waldemar? Hallo. Ende. So. Bei bin von da oben. Bei mir auch nicht. Bin von da oben gesprungen. Warum machen die sowas? Wirf dich mit Matt auf dem Schiff. Okay, nächsten Auftrag. Gateway. Hacken. Oh, okay. Warte kurz, ich nehme mal kurz die Aufgabe an, die du angenommen hast. Gateway. So. Weil sonst machen wir hier wieder irgendwelche unterschiedlichen Sachen, die wir ja eigentlich gar nicht wollen und so. Fände ich jetzt nicht so lustig. So wie letztes Mal, ne? Wissen wir ja noch. Kennen wir ja noch so. Von verbuggten Folgen und so. Aber rein theoretisch könnten wir auch mal wieder einen Cut machen. Ja. Dann fliege ich in der Zeit schon weiter, ne? Ja. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge Let's Play Together Saints Row 4. Weiter geht es dann nächsten Freitag mit einer neuen Folge. Bis dahin könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Dort gibt es nämlich auch noch andere Projekte, die euch interessieren könnten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! We'll be right back.